Moin, hier ist Lockpicking Nord und ich versuche heute zu picken folgendes American Marke, American Vorhängeschloss. Ist ein altes, sehr sehr altes, so wie das aussieht, hat den alten runden Schlüsselkopf, die Schlüsselreide. Kein besonders schwieriger Schlüssel, würde ich behaupten, aber ich glaube allein dadurch, dass das Schloss so alt ist und dass man es nicht auseinandernehmen kann, ohne es kaputt zu machen. Der Kern wird gehalten hier mit dem Stift. Es gibt auch keinen richtigen Kern. Das ist ein Teil und das ist ein Teil. Die sind meines Wissens nicht miteinander verbunden. Bosnian Bill hat sowas mal auseinandergenommen. Das war, glaube ich, auch wirklich im Arsch hinterher. Kommt aus US-Regierungsbeständen. Ab und an taucht sowas mal bei eBay auf. War richtig braun, man konnte auch kaum noch erkennen, dass es ein American ist. Hat lange gedauert, das sauber zu bekommen. Ich weiß auch nicht, ob ich es aufkriege. Wir versuchen das mal. So, nehme meine 1,4 mm Prybar, meinen Flachspanner. Das ist, wie gesagt, das ist wirklich alt. Das ist so alt schon, dass selbst der dicke Spanner hier ordentlich Spiel drin hat. Aber wir versuchen das mal. So. Und dazu noch den Offset Hybrid von Sparrows. Ich habe viel Platz, kann hinten anfangen. 5 ist auch gleich gebunden. Bewegt sich aber nicht. Na, jetzt. Dann sind wir hier bei 2, glaube ich. Das dürfte 4 sein. 3, 5, 4, bis jetzt fühlt sich alles nach Standard-Pins an. Na, 2, ne, 3, 4 auch nicht. Ich glaube 5 muss nochmal. Ein bisschen haken, hilft manchmal auch schon. So, 5 Klick, 4 Klick, jetzt. 5 scheint zu sitzen, 4, bisschen Feedback. Lässt sich aber nicht setzen. So, jetzt ist was passiert mit dem Kern, als ich bei 4 war. 3, nee, 2 war das. Also nochmal hinten rein. Wieder ein Klick bei 4. Fast keine Spannung auf den Kern. Und braucht nicht viel. Jetzt sitzen die Pins fest. Das war 5, 2, oh, sehr starker Kipp nur. Jetzt muss ich ja eigentlich nur noch nach Gegendrehung suchen. Nur noch 5 nicht, 4 nicht, 3 nicht, 2 nicht, bei 1 passiert was. Ja. Wie gesagt, Spanner sitzt nicht besonders fest. Ja, eins passiert auch nichts. Mal hinten. Der Kern selber hat keine Federspannung, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Man kriegt keine Unterstützung durch den Kern beim Spulen setzen. Immer ein bisschen schwierig, ein bisschen schwieriger. Ich muss jetzt mal den zweiten Finger mit dazu nehmen, um gegenzudrehen. Irgendeiner muss ein bisschen Feedback geben. Gucken, bei 1 was passiert. Den hatte ich eigentlich in Verdacht. Soll aber nicht.
Na, ich glaube, das ist eins. Bin mir sicher, ich versuche ihn mal von hier unten zu schieben. Mist. Jetzt bin ich auch gleich aus dem Bild. Oh, ich merke ein bisschen Gegendrehung. Ich muss das nur noch schaffen. Das Ganze jetzt. Ich halte den jetzt mal völlig blödsinnig, den Picker. Ich muss hier ein bisschen mehr schieben. So, offen. Alter Schwede. Das war hart. Mann, Mann. Gut. Okay. Mann, bin ich erleichtert. Lass wieder zu. Gut, das war das, was wird das sein? 40 mm American USA Vorhängeschloss bzw. Junk Unk Brothers gepickt, nicht auseinandergenommen. Puh, erstmal durchatmen. Gut, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.